Hallo. Wir haben heute einen Termin für euch. Wie ist denn dein Name? Fortunat. Ah ja, sehr gut, sehe ich schon. Am Impftermin, gell? Mit ja, den Kaninchen. Genau, mit den Kaninchen. Sehr gut. Die Frau Doktor kommt dann gleich zu Ihnen. Super, danke. Hallo, grüß ja, euch. Hallo, Magister Salzmann. Hallo. Hallo. Was machen wir denn heute? Einen Termin. Einen Termin haben wir? Ja, wir, wir impfen die Kaninchen. Gut, dann gehen wir bitte in den Behandlungsraum. Danke. Geht schon. So, wir haben also heute unsere Kaninchen. Wen haben wir denn da? Der braune ist der Sunny. Ja. Und der schwarze ist die Mario. Die Mario. Es gab nämlich anfänglich, glaube ich, da eine Verwechslung, gell? Da waren wir uns nicht sicher. Und jetzt ist halt, das, der Mario ist jetzt die Mario geworden. Genau. Gell? Prinzipiell haben wir heute vor, gell, die Kaninchen zu impfen. War in letzter Zeit irgendetwas auffällig bei den Kaninchen? Nein, gar nicht. Sie waren gesund. Futteraufnahme normal. Alles Kot, normal. Die Kötteln haben alle immer gleich ausgeschaut. Die schauen einmal schön aus. Super. Genau. Fressen tun sie was genau? Am liebsten Grünzeug. So wie es auch sein soll, weil das ist ganz wichtig bei der Kaninchenfütterung, dass man ihnen gar nicht viel Körnerfutter und das anbietet, sondern wirklich quasi Heu. Und wir nennen es noch manchmal liebevoll falsche Wiese, das heißt grünblättriges Gemüse, Kräuter, Gurke sind auch noch in Ordnung. Das ist einmal das Wichtigste, um auch die Kaninchen lange gesund zu erhalten. Wer möchte denn zuerst? Ich glaube, Sunny bietet sich freiwillig an. Schauen wir mal. So. Wir schauen uns jetzt den Sunny ein bisschen durch. Ja? Das heißt, wir überprüfen einfach einmal die Vitalparameter, wie Herz, Puls, Atemfrequenz. Die Schleimhäute schauen wir uns an. Und auf den ersten Blick können wir hier schon sehen, dass es eigentlich schöne Zähne sind. Herz und Lunge sind unauffällig. Wir haben natürlich im Vergleich zu den Hunden und Katzen eine deutlich höhere Atemfrequenz und auch eine deutlich höhere Herzfrequenz und damit natürlich auch eine höhere Pulsfrequenz. Jetzt drehen wir das Schatzi kurz, dann machen wir mal das Durchtasten vom Bauch. Alles völlig unauffällig. Dann fühlen wir uns noch den Puls. Der Puls ist kräftig und passt auch von der Frequenz zur Herzfrequenz. Jetzt schauen wir uns noch die Ohren an. Das Ohr schaut nicht entzündet aus, aber es kitzelt. Schaut alles wunderbar aus. Im Großen und Ganzen keinerlei Auffälligkeiten oder abweichende Befunde habe ich jetzt erheben können. Das heißt, der Sunny ist für seine Spritze freigegeben. Sunny bekommt heute eine Jahresimpfung für die Myxomatose und die RHD 1 und 2. Frau Doktor, was sind das für Krankheiten? Prinzipiell sind das beides virale Erkrankungen, ja, die durch Stechmücken und auch durch direkten Kontakt mit anderen infizierten Tieren übertragen werden können. Die Impfung ist das Einzige, was schützt. Dadurch können sie überleben. Ja, danke, Frau Doktor, das war sehr informativ. Und das wollen wir natürlich nicht, dass unsere Kaninchen an dem Virus versterben. Und da waren unsere Kinder schon sehr traurig. Das glaube ich euch. Jetzt schauen wir auch die Mario noch einmal genauer an, damit wir feststellen können, ob sie auch für die Impfung heute bereit ist. Wir beginnen natürlich wieder bei der Kontrolle der Schleimhäute. Dann tun wir sie wieder abhören. Dann tun wir wieder das Bauchi durchtasteln. Gut, das heißt, auch Sunny wäre so vom ersten für die Spritze bereit. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall noch die Earlys an und dann noch einmal die Zähne. Und soweit einsehbar sind die Zähne aber völlig in Ordnung. Okay, danke, Frau Doktor. Kriegen wir jetzt noch irgendwas mit? Was man immer tun kann, ist ein bisschen eine Vitaminaufbau, ein bisschen den Darm sowieso unterstützen und da würde ich euch gern was mitgeben. Das kriegt ihr dann draußen bei der Vanessa. Okay, super, danke. Jetzt machen wir euch noch die Impfpässe fertig, damit wir dort alles eintragen können, damit man auch einen Nachweis hat. Die Impfung ist für ein Jahr gültig. Bitte wieder melden und ich sage danke und Dankeschön. Einen schönen Tag. Wiederschauen. Wiederschauen.